Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Baby-Countdown-Vlog. 2 Tage noch, glaube ich, heute bis zum ET. Und ja, ihr erwischt mich gerade hier. Ich mache die letzten Vorbereitungen. Im Hintergrund seht ihr das Beistellbett. Das hat der Bernd gestern festgemacht. Das ist das Babybei. Ich zeige euch das. Ja, da ist jetzt Chaos drin. Ich habe es halt gerade hier frisch bezogen und hier sind noch so Utensilien. Aber der hat es hier halt da einen Winkel dran gemacht, dass man das halt, also dass es nicht so wegschiebt quasi, wenn man das nachts das Baby hin und her schiebt. Und das ist auf Rollen, das Bett. Das finde ich ganz praktisch. Und hier, das kann man einfach so hoch und runter machen, wenn man möchte. Denn mein Plan ist, wenn ich hier oben duschen gehe, oh sorry, ich bin ein bisschen außer Atem vom Treppensteigen. Mein Plan ist, wenn ich hier oben duschen gehe und alleine bin mit Livia und Smurfy, habe ich gesagt, wenn ich duschen gehe, bin ein bisschen verwirrt, kann ich das Beistellbett mit ins Badezimmer nehmen, weil es ja halt auf Rollen ist. Und dann ist die Livia da ganz sicher drin, dass der Smurfy nicht draufspringt oder so, weil wir wissen ja halt nicht so, wie er reagiert und so. Natürlich darf er schnüffeln an ihr und so, aber wenn ich halt nicht direkt daneben bin oder nicht eingreifen könnte, möchte ich sie nicht liegen lassen und er könnte draufgehen. Also draufgehen, das, ich traue ihm das jetzt nicht zu, aber ich möchte halt auch nicht die Situation irgendwie herausfordern. Ja, ich habe jetzt hier Stoffwindeln, wie ihr seht. Das sind diese, wo man so die Einlagen reinmachen kann und auswechseln kann. Kommen die hier hinten rein. Lasse ich ein paar hier oben, also 2 Stück lasse ich hier. Dann habe ich Mullwindeln. Ach, jetzt habe ich die Snappies vergessen. Die muss ich auch noch holen. Und das sind so bunte Mullwindeln, Spucktücher wollte ich die nehmen. Und dann da oben halt aufs Regal stellen. Genauso hier. Was habe ich hier noch? Mein Handy, das brauche ich nicht. Das habe ich nur damit transportiert. Hier habe ich Windeln. Schaut euch das mal an. So normale Wegwerfwindeln, wie klein die sind. Die sind 2 bis 5 Kilo. Ich kann mir nicht vorstellen. Oh mein Gott, ich kann es mir nicht vorstellen. Ist das nicht winzig, wie süß das ist? Oh Mann. Dann habe ich einmal so eine Salbe hochgenommen für die Brustwarzen, weil ich ja stillen möchte. Und ja, aus Erfahrung kann es nicht schaden, die am Bett zu haben. Und 2 Spieluhren, die wollte ich hier jetzt befestigen. Ja, halt einfach alles so ein bisschen einrichten. Gestern hat ja die Hebamme gesagt, der Muttermund öffnet sich langsam und Wehen waren ein paar auf dem CTG zu sehen. Und ja, heute ist 39 plus 5 und Calvino, also mein großer Sohn, der ist an diesem Tag zur Welt gekommen bei 39 plus 5. Und deswegen habe ich irgendwie so gedacht, gestern, es geht los. Aber es ging nicht los. Ich hatte gestern halt Wehen, die habe ich abends auch gemerkt. Das war so stärkere Senkwehen. Aber ja, ich konnte ganz normal schlafen. Und es hat sich nichts weiter getan. Bin hier oben. Bin hier oben. Bin oben. Ich mache hier das. Okay. Das Babybett fertig. Wo ist die Mama? Mama ist hier. Immer oben ist sie. Komm, Smurfy. Murphy. Raus. So ist fein. So ist fein. Na, ist Murphy raus. So ist fein. Super. So ist raus. Da darfst du nicht rein. Das musst du lernen, Smurfy, ne? Das ist das Babybett.
Da darfst du nicht hin. So, ich muss euch fragen, macht man das noch so, dass man ein Spucktuch am Kopfende macht quasi? Das war früher, bei Calvino habe ich das immer so gemacht. Smurfy, nein, raus. Das musst du lernen. Da darfst du nicht rein, ne? Nee. Unser Bett habe ich auch abgezogen. Nicht wundern, da kommt nachher auch frische Wäsche drauf. Ein letztes Mal vor ET. Nur schnüffeln, so ist fein. Ja, genau. Das ist jetzt das Beistellbett. Da wird es wahrscheinlich eh nicht so viel drin schlafen. Die wird hauptsächlich, schätze ich mal, auf mir schlafen. Aber nun gut, wir haben eins, deswegen habe ich es ein bisschen eingerichtet. Und hier oben, da wird auch noch einiges zukommen, schätze ich mal. Aber das ist erstmal für den Anfang das, was wir brauchen. Mehr ist es nicht. Hier habe ich noch so ein Licht, das ist mit Batterien. Das kann ich halt so hin und her schleppen zum Stillen. Hier kann man entweder automatisch, dass es angeht bei Bewegung. Deswegen habe ich es hier hintergestellt. Nicht, dass, wenn hier einer reinkommt, direkt Licht angeht. Oder ich kann es halt auch auf Dauerbetrieb oder ausmachen. Da muss ich gucken, was am praktischsten ist in der Nacht. Die Salbe. Aber das werde ich mir alles dann hier hinstellen nachts. Irgendwie muss ich mal gucken, wie ich mich noch organisiere. Ich weiß es noch nicht. So, jetzt gehen wir mal runter. Der Bernd ist nämlich wieder da. Der war kurz vor Arbeit. Ich wollte eben hier Fenster nochmal aufmachen. Dann können wir jetzt frühstücken. So, meine Lieben. Es ist schon voll spät jetzt. Ich habe gar keine Uhr um, die ist gerade am Laden. 14.25 Uhr, also der halbe Tag ist schon rum. Ich habe irgendwie vergessen, die Kamera regelmäßig in die Hand zu nehmen. Ich habe ja heute Morgen, habe ich gevloggt, wo ich euch gezeigt habe, das Schlafzimmer, dass ich da alles vorbereite. Und dann haben wir hier gelegen. Da. Denn die Hebamme hat gestern gesagt, ich soll zweimal am Tag so Buscopan Plus Zäpfchen nehmen. Weil sie meinte, dass das halt den Muttermund entspannen könnte, würde und dann geht er vielleicht weiter auf. Und ich soll das halt mittags nehmen und mich dann ruhen. Also ich soll mich nicht, eigentlich nicht schonen den ganzen Tag, ich kann alles machen soweit. Aber nach dem Zäpfchen soll ich halt schon ruhen, nicht schon ruhen. So. Und ja, das habe ich dann gemacht heute. Dann machen wir eine Runde spazieren mit dem Smurfy und haben jetzt gerade gegessen. Das kann ich euch mal zeigen, was wir gegessen haben. Calvino hatte ja auch Mittagspause, der hat heute lange Schule. Dann gab es hier, hat der Bernd gekocht. Das ist, ja, das heißt eigentlich Wurstepfanne, in Anführungsstrichen, weil früher wurde das halt mit Hackfleisch und Bratwurst gekocht. Jetzt ist es halt einfach nur so Hackfleisch drin, dieses Soja-Zeug, Hackfleisch und Reis gab es dazu. So, und dann ja, ist Calvino wieder zum Homeschooling verschwunden und Bernd wieder in sein Homeoffice. Ich habe jetzt hier noch aufgebaut für Livia. Hier ist noch eine Spieluhr, da ist noch eine Spieluhr. Und hier habe ich die Pampers, die wir am Anfang benutzen werden. Also zum Wegwerfen reingetan, Anziehsachen und so. Einfach so ein bisschen aufgeräumt. So, jetzt hatte mein Telefon geklingelt. Das war Bernd von oben aus dem Büro. Wir rufen dann immer an, dann müssen wir nicht so schreien. Ja, und jetzt wollte ich gleich eigentlich nur noch hier wischen. Dann ist das auch wieder erledigt. Achso, ich hatte hier auch Sofas abgezogen und gesaugt und so. Ja, was man halt so macht. Ja, ansonsten hier ist alles ruhig. Die tritt zwar ordentlich. Hier fühle ich gerade einen Fuß, der mir hier entgegenkommt, aber keine Wehen. Ich hatte heute die Hebamme angerufen, wegen dieser Rufbereitschaftsdingspauschale oder wie das heißt. Und dann sagte sie, ach hallo Frau Wleklinski. Und sie dachte halt, ich rufe an, um ihr zu sagen, es geht los, aber nein, es geht nicht los. Oh Mann, ich hoffe, dass sie das echt schafft. Die kleine Maus. 10 Tage drüber dürfen wir sein, hat sie gestern gesagt, die Hebamme. Ich dachte immer 14 Tage. Aber nach 10 Tagen darf ich nicht mehr im Geburtshaus entbinden.
Ja, müssen wir schauen. Wird schon. Positiv denken. Ich will mich da nicht stressen lassen. Gestern hat der Bernd ja das Bett fertig gemacht mit diesem Haken, habe ich euch gezeigt. Das war so das Letzte auf der Liste. Und jetzt dann habe ich ihr ganz oft gesagt, so, ja, jetzt darfst du kommen, es ist alles fertig, wir sind bereit. So habe ich gelesen, dass das eventuell hilft, wenn man den Kindern so die Erlaubnis gibt, ne, so mit der Schwangerschaft abschließen und so. Und ja, mal schauen, ob es was bringt. Ich mache das weiter, meditieren. Ich habe mir eine Playlist gemacht auf Spotify für die Geburt. Einmal sind es Lieder, das sind so 4 Stunden. Da habe ich halt einfach so voll alte Schinken rausgeholt. So zum Beispiel früher habe ich mit meinen Eltern gerne gehört, Albano und Romina Power. Und ach, weiß ich nicht, was habe ich denn da noch alles drin? Wartet, kann ich euch direkt sagen. Hier, Geburt Michaela. Also Albano und Romina Power, Andrea Bocelli, Queen ist dabei. John Travolta und Olivia Newton-John hier von dem Film Grease, Dirty Dancing Lieder, ach so voll Shakespeare Sisters, so alles gemischt. Einfach so Lieder, die ich gut mitsummen kann und singen kann, weil ich mir denke, dass halt bei der Geburt so, dass es mich vielleicht entspannt und ablenkt. Ich habe Kopfhörer in der Geburtshaustasche, dass ich das halt übers Handy hören kann. Und dann habe ich auch hier gemacht, so Folgen, Meditation, einfach so positive Gedanken, positive Affirmationen, die ich während der Geburt hören kann. Also so zum Beispiel sagen, die ist eine Entspannungsmusik und dann spricht halt eine Frau, in denen, die ich jetzt rausgesucht habe, mit einer angenehmen Stimme und die sagt dann so zum Beispiel, ja, jede Welle, das ist so ein bisschen von Hypnobirthing, ne? Bringt mich meinem Kind näher und ich entspanne meinen Kiefer und meine Hände, damit alles entspannt ist, weil die sagen halt so, wenn der Kiefer angespannt ist und die Hände angespannt ist von dem Schmerz, so, oh, dann ist halt alles angespannt, ne? Und wenn man halt dieses im Ruhigen mit Einatmen, Ausatmen immer gesagt bekommt, alles zu entspannen, dann soll das helfen, dass sich auch der Muttermund entspannt und dass das Baby gut rausflutscht bei der Geburt. Ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt, aber ich möchte es versuchen. Es Murphy hat ein bisschen wieder. Jeder hat seinen ekligen Kauknochen da, so eine Haut, getrocknete Haut, irgendwas geknabbert. Du bist ganz bah, siffig. Ih. Du bist hier so ganz bah, ekelig, schleimig. Also schon getrocknet, aber es war mal schleimig. Das ist verkrustet, das Fell, ekelhaft. Stinky. Jetzt bist du müde? Ja, das habe ich halt alles schon gemacht in den letzten Tagen. Das waren alles so Sachen, die ich noch gerne machen wollte. Diese Playlist auf Spotify, die kann man sich ja sogar, also falls jemand die hören möchte, die Playlist, die heißt Geburt Michaela YT. Da unten, seht ihr das? Falls ihr da Interesse habt. Geburt Michaela YT. Ja, wir sind bereit. Es kann jeden Moment losgehen. Sie darf gerne kommen. Es ist schon der nächste Morgen und ich wollte mich eigentlich nur noch von diesem Vlog verabschieden, weil ich das gestern Abend ja verpasst habe. Wir sind ziemlich früh eingeschlafen und ja, wie ihr seht, es ist alles in Ordnung. Baby ist noch drin, alles ist ruhig und ja, ich beginne jetzt mit dem neuen Vlog und wir sehen uns morgen in alter Frische. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.